Ja, dazu bei mir im Studio darf ich jetzt herzlich begrüßen den ÖVP-Wien-Obmann Karl Maher. Schön, dass Sie da sind, Herr Maher. Grüß Gott, schönen Abend und danke für die Einladung. Gerne, natürlich. Ein Thema, das Sie schon in den letzten Wochen immer wieder angesprochen haben, der Brunnenmarkt wäre nicht mehr Wien, wäre in ausländischer Hand. Jetzt diese Schlägerei mit vermutlich eben Menschen mit Migrationshintergrund, da gehe ich mal davon aus. Sie sehen sich darin bestätigt mit Ihrer Kritik, sagen, Unsicherheitszonen sind keine Erfindung der Wiener Volkspartei mehr. Was ist denn da los in Otterkring? Was kritisieren Sie an der Entwicklung gerade dieses Bezirks? Also ich glaube, die Bilder zeigen mehr als viele Worte. Die Bilder zeigen, dass man hier eine Situation vorfindet, wo man, wenn man dort einkaufen geht, wenn man spazieren geht, wo man sich einfach nicht wohlfühlt und nicht sicher fühlt. Und das, was ich in den letzten Wochen thematisiert habe, ist ja nicht nur der Brunnenmarkt, sondern das ganze Brunnenviertel bis hin zur U6-Station Josefstädterstraße. Und es sind auch zahlreiche andere Unsicherheitszonen in Wien, wie zum Beispiel in Favoriten. Mhm. Und ich glaube, wesentlich ist, dass man sich einmal in der Stadt dazu bekennt, zu diesen Problemzonen hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Wir haben diese Probleme, wir haben Probleme, wo mehr Kriminalität passiert, wo sich die Menschen auch unsicher fühlen. Und ich frage Sie, wenn Sie hier unterwegs sind und sind in so eine Situation involviert, werden konfrontiert mit solchen Szenen, denke ich mir, da fühlen Sie sich auch unsicher. Und ich glaube, ich würde da gar nicht hingehen. Naja, aber man muss ja auch damit rechnen, dass man in solche Situationen reinkommt. Mhm. Und ich glaube, das wollen wir in unserer Stadt nicht. Und da sollten wir alles gemeinsam tun, um das auch zu verhindern. Jetzt weiß man ja nicht, was der Grund für diese Schlägerei war, aber Sie sagen, solche Eskalationen stehen an der Tagesordnung in manchen Bezirken in Wien? Also ich glaube, dieses Video, das heute von offensichtlich Augenzeugen und auch Tageszeitungen ins Netz gestellt worden sind, diese Videos sind ja keine Einzelfälle. Wir haben ja Dutzende Videos aus dem Bereich Favoriten, zum Beispiel vom Räumernplatz, wo wir immer wieder sehen, dass sich solche Szenen wiederholen. Was sind hier die Ursachen? Sehr oft sind es Ursachen darin, dass Menschen, die keine Arbeit haben, Jugendliche, die ziel- und planlos herumhängen, hier in Konfrontationen kommen, dass es Bandenkriege gibt, auch um Drogenhandelsplätze. Gerade im Brunnenviertel ist der Drogenhandel ja ein großes Thema und das könnte auch die Ursache sein. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, was ist bei dieser Rauferei, bei dieser Massenschlägerei passiert, sondern es geht auch darum, wo liegen die Ursachen. Und die Ursachen liegen meiner Meinung nach vor allem darin, dass wir in Wien eine Integrationspolitik haben, erleben, die den Namen Integrationspolitik gar nicht verdient. SPÖ und NEOS haben die Integration in den letzten Jahren ganz einfach verschlafen, die SPÖ eigentlich schon jahrzehntelang. Mhm. Jetzt gibt es aber auch viele Leute, die Sie deswegen kritisieren, wegen diesen Aussagen. Sie haben zuletzt gefordert, eine Österreich-Quote am Brunnenmarkt, weil Sie gesagt haben, der Markt, der wäre zu stark in ausländischer Hand. Sehen Sie das immer noch so? Es gab ja Kritik davon der Justizministerin Sadic, die gemeint hat, ja, aber die Leute, die diese Stände haben, zahlen ja auch Steuern, sind zum Teil auch Mitglied der Wirtschaftskammer. Sehen Sie, da führen wir die Diskussion weg von dem, um was es eigentlich geht. Es geht um verfehlte Integrationspolitik und ich fordere alle auf, die Justizministerin, aber vor allem die Verantwortlichen in der Stadt Wien, hier endlich hinzuschauen und Integration ernst zu nehmen. Integration heißt zum Beispiel, Stadtteilentwicklung voranzutreiben, die Bildungspolitik voranzutreiben. Es kann doch nicht sein, dass wir heute Bezirksteile in Wien haben, wo 80% und 90% der Kinder und Jugendlichen in den Schulen Deutsch nicht als Umgangssprache haben. Wir haben hier Bereiche, wo sich Zuwanderergesellschaften bereits als Mehrheitsgesellschaften etabliert haben. Viele Menschen brauchen sich in Favoriten zum Beispiel gar nicht mehr integrieren, weil sie ja schon die Mehrheit der dort ansässigen Bevölkerung darstellen und Wienerinnen und Wiener fühlen sich in ihrer eigenen Heimat nicht mehr zu Hause. Und hier muss man hinschauen und ich fordere alle Verantwortlichen auf, endlich gemeinsam einen Diskurs zu suchen und das Problem zu lösen. Hm. Denn das, was wir hier sehen, ist kein Einzelfall.
Wenn man jetzt nach Hamburg schaut, da gab es ja heute Schlagzeilen, dass in Hamburg ganze Jugendbanden, riesige Jugendbanden durch Einkaufszentren und andere Teile der Stadt ziehen, Zerstörung hinterlassen, Menschen bedrohen. Befürchten Sie, dass sowas in Wien auch passieren könnte, wenn man da nicht entgegenwirkt? Genau das ist der Grund, warum ich hinschauen und nicht wegschauen möchte. Genau das ist der Grund, warum ich alle Verantwortlichen auffordere, endlich gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich thematisiere das Problem ganz klar, ich benenne das Problem, aber ich habe, wie ich heute auch Ihnen versucht habe zu erklären, Lösungsansätze. Ich habe auch Möglichkeiten, wie wir das Problem lösen können. Denn wenn wir Wie kann man das lösen, Herr Maurer, weil wir nicht mehr viel Zeit haben? Was würden Sie vorschlagen? Zum Beispiel dadurch, was ich jetzt eben gesagt habe, durch eine positive, durch eine aktive Stadtteilentwicklung, wo wir nicht zuschauen, wo einfach Zuwanderer aus bestimmten Staaten, aus bestimmten Kulturen alle in einem kleinen Bereich leben, auf engem Raum leben, die Kinder in den Schulen nicht mehr gemischt sind, nicht mehr ausgewogen, balanciert Unterricht bekommen, sondern wo es die meisten Kinder gibt, die nur mehr aus einem ganz bestimmten Staat, aus ganz bestimmten Kulturen kommen. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen in Wien eine ausgewogene, eine balancierte Politik, eine Politik, wo Menschen verschiedener Nationalitäten, aber auch Österreicherinnen und Österreicher, Wienerinnen und Wiener sich wirklich wohlfühlen können. Mhm. Hat ja wohl damit zu tun, dass wahrscheinlich dort die Mieten billiger sind, dass eben dort so viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, weil sie sich teurere Mieten nicht leisten können. Sehen Sie das so? Das ist alles eine Lenkungsaufgabe der Stadt. Wir wissen aus Dänemark, aus einem sozialdemokratisch regierten Land, hier gibt es Lenkungsmöglichkeiten. In Wien sehen wir, dass das Marktamt der Stadt Wien auf unsere Frage, wer denn am Brunnenmarkt zum Beispiel Marktstände bezieht, sagt, sie wissen es gar nicht, weil sie die Nationalitäten gar nicht erfragen. Erst in einer Blitzumfrage hat man dann festgestellt, es gibt am Brunnenmarkt 46 oder 47 Nationalitäten. Von Österreichern eigentlich kaum noch eine Spur in dem Zusammenhang. Mein Ansatz ist, die Stadt Wien, insbesondere die regierende SPÖ und die NEOS, brauchen einmal einen Überblick. Und diesen Überblick sollte man deutlich machen. Und dann sollte man überlegen, wo kann man die Stadt so entwickeln, dass wir nicht Bereiche haben, wo Parallelgesellschaften entstehen, wo sich Gesellschaften abschoten und wo wir das Gefühl haben, dass wir in einer Stadt leben, in Stadtvierteln leben, wo wir uns nicht mehr zu Hause fühlen. Der Wiener Brunnenmarkt, immer wieder Gesprächsthema, zuletzt in einem umstrittenen Video des ÖVP-Wien-Chefs Karl Maurer. Das hat viel Kritik an ihm vor allem nach sich gezogen. Und am Mittwoch, da kam es am Brunnenmarkt zu einer großen Schlägerei. Ein Video, das auf Social Media die Runde macht, zeigt die wüsten Szenen. Da geht es ziemlich wild zur Sache, wie im Wilden Westen, könnte man fast sagen. Als die Polizei allerdings an Ort und Stelle war, hat sie die Raufbolde nicht mehr vorgefunden. Die haben sich sehr rasch aus dem Staub auch gemacht. Die Frage ist, wird man die Personen, die hier in diesen Raufhandel involviert waren, tatsächlich auch fassen? Es wird wohl Gespräche geben mit Augenzeugen, die das Ganze auch angeschaut haben. Wir hoffen, dass vor allem auch kein Gemüse und sonstige Dinge hier in Mitleidenschaft gezogen wurden und dass bald wieder vollständige Ruhe auch einkehren kann hier beim schönen Brunnenmarkt.